So Freunde, wir sind wieder raus. Das Ganze hat aber ungefähr noch knapp 10 Minuten gedauert und das wollte ich euch definitiv nicht antun. Deswegen habe ich den Teil schon mal direkt wieder über den Haufen geworfen. Weil das hätte nämlich allen nämlich nichts gebracht. Das wäre einfach nur total langweilig gewesen. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Gezenko-Ring. Wo wir dann gleich mal andocken werden nochmal. Wir müssen das Schiff reparieren und es knatscht alles hier und knackt und ist alles doof. Und wir müssen natürlich mal auch ganz dringend auftanken. Das ist nämlich erstmal das Wichtigste. Und dann müssen wir natürlich noch die Händler finden, ne, die wir killen sollen. Komm, ein bisschen Gas kannst du noch geben hier. Ja, die ballern aber auch immer hier rein. Können ja noch ein bisschen ballern hier. Ja, hätte ich mal besser nicht gemacht, wa? So, wir sind da an unserem Ziel angekommen, dem ersten Ziel zumindest. Da ist er. Ich soll direkt mal kurz ein bisschen Gas geben, oder? Und direkt mal die Landerlaubnis reinholen. So, jetzt kommen wir. Oh, hat ein bisschen gedauert hier. So. Landeplatz 31 müssen wir aussuchen. Das ist immer ein sanfter Einflug, oder? Okay, wo ist denn jetzt hier 31? Nein, ist hier 31. Fahrwerk ausfahren. Landing gear deployed. Na, das wird wohl eine saubere Landung. Haha. Was eine saubere Landung. Ist das denn bitte gewesen? So. Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal alles tanken, reparieren und wir sind gleich schon wieder pleite. Das ist total übel. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, was für einen Auftrag haben wir denn hier? Das können wir nicht machen. So, gehen wir auf Verlassen. Jetzt gucken wir uns den Auftrag nochmal an. Also, Transaktion Jagd auf Händler. So, das heißt, wir müssen in den Allreisektor. So, jetzt mache ich mir meine Notiz in mein Handy rein. Total witzig. Ja. Allrei. So. Sektor NC-1.
B2 minus 3. So, das ist das, wo wir quasi auf jeden Fall hin müssen. Und deswegen werden wir jetzt auch direkt starten. So, gucken wir mal, was finde ich. NCV, ne, ist schon mal der falsche. JHV ist auch der falsche. Der ist hier schon mal nicht drin. Dann gehen wir jetzt mal auf die galaktische Karte. So, wollen wir doch nochmal gucken. Navigation, Systemname eingeben. Alrei Sektor MC-V B2-3. Da ist er. So. Und da müssen wir als allererstes. Wir sind jetzt in Chamunda. Wir fliegen erstmal über Yaki Dingsbumster. Genau. Da fliegen wir auf jeden Fall jetzt erstmal als erstes hin. Moment. So, und da fliegen wir erstmal als erstes hin. So, wollen wir direkt wieder nicht so viel lange quatschen hier, direkt loslegen hier. Landetreppen einfahren und ein bisschen Gas geben. Oh, jetzt gerade ein Schiff zerschossen, würde ich sagen. Tja, ist wohl einer wieder zu schnell hier reingefahren, wa? Das ist mir auch passiert. Passt das? So, jetzt mal kurz umgucken. Hallo? Da müssen wir hin. So, jetzt hoffe ich, dass mir das andere nicht nochmal passiert hier. Mit dem war wohl irgendwie ein Wurmloch oder so. Echt ein Wahnsinn. Da ich noch 10 Minuten oder so gebraucht, dass ich da rausgekommen bin. Und das habe ich mir dann gedacht, nee, das nimmst du als Aufnahme dann und schmeißt du weg. So, wir können loslegen. Auf geht's. Frameshift Drive charging. Mal kurz Gas ein bisschen rausgenommen hier. So, jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwie eine Station hier haben oder so. Halt. Serbo-Station, die können wir doch nehmen, oder? Oder nehmen wir die? Ne, die ist näher hier. Ziehe fest. Ne, wohl, warte mal. Wir versuchen das anders. Wir gehen mal auf die Systemkarte. Ich suche meinen Sektor nochmal raus. NCVB23. Ah, wo ist er denn? Jetzt habe ich schon mal hier. Ey, das ist so unnötig. Das ist der Wahnsinn, ey. Da soll mal einer durchsteigen, ey. Das ist echt der Oberknaller, ey. Alrei Sektor MC-V B2-3. Da ist er. Wo befinden wir uns? Da sind wir, wo? Wenn ich jetzt da das Ziel wähle, sagt er mir bestimmt gleich, hey Alter, das geht nicht, das ist so weit weg. Siehst du? Sag ich doch, das wird nicht passen.
Deswegen gehen wir nochmal auf die galaktische Karte und suchen uns einen Zwischenstopp aus. Nämlich in... Da will ich auch nichts finden. Das Einzige, wo wir hinspringen können, wir gucken mal kurz rein in den Plotrouter. Da gibt es keine Systemdaten zu. Warte mal. Da haben wir auch keine Systemansicht. Also wir müssen wirklich hoffen, dass wir hier noch was finden. Dass wir dann von da aus nach darüber springen können. Wir werden auf jeden Fall versuchen. Wird schon klappen, denke ich mal. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen hier umgucken. Da müssen wir hin. Potriti. Ein Jahr lang dauert der ganze Spaß. Was natürlich nicht so lange dauern wird, ist klar. Aber größtenteils ist man damit echt die ganze Zeit damit zugange, irgendwie hier durch die Gegend zu fliegen. Ne? Also von einem Planet zum anderen und so. Ist schon echt. Viele sagen eigentlich langweilig. Aber ich finde, das macht einen Reiz aus. Und wenn jetzt echt noch viele, viele Spieler mehr spielen, dann wird das bestimmt auch mal irgendwann nach einer gewissen Zeit, vielleicht dauert das Ganze noch 2, 3, 4 Monate, richtig, richtig gut. Was ist das jetzt? Ist das die Sonne jetzt hier oder was? Dann muss ich mich ein bisschen rausnehmen. So, wollen wir mal gucken. Da haben wir Hartsfield Plant, das ist das nächste. Dann nehmen wir das Ziel doch direkt fest. In der Hoffnung, dass wir da natürlich auftanken können. In die falsche Richtung hier. Na, wo ist es denn hier? Da ist wieder dieser komische Planet hier. Da muss ich echt mal einen Bogen schlagen. Ah, da. Da ist es. Hab's gefunden. Wir werden jetzt hier noch einmal zwischentanken. Und dann wollen wir hoffen, dass wir direkt durchkommen. Was ist denn Hartsfield Plant? Ich hoffe mal, das ist eine Raumstation, dass ich da auftanken kann. Was mache ich denn jetzt hier, ey? Das ist ja mein Hammer. Was mir zu persönlich noch fehlt, dass man sein Schiff auch mal so ein bisschen verlassen kann und so, also wie es bei Star Citizen dann sein wird. Und da freue ich mich auch richtig drauf. Aber bis dato werden wir uns die Zeit noch mit Elite Dangerous vertreiben. Ist ja auch kein schlechtes Spiel. Mir macht es auf jeden Fall einen heiden Spaß. Und ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter zocken. Mal gucken, ob ich es als Let's Play weiter zocke oder so. Also momentan macht es auch als Let's Play noch richtig, richtig Bock. Die Folgen werden auf jeden Fall auch geguckt, aber das ist auch schon mal ganz gut. Und das gefällt mir auf jeden Fall. Aber wenn ihr vielleicht noch immer Tipps, weil vielleicht haben einige von euch schon die Beta gespielt, Tipps für mich habt, wie ich das alles so ein bisschen besser mit Orientierung und was weiß ich noch alles. Ich bin da gerne bereit, eure Hilfe anzunehmen. Wie jetzt Landerlaubnis verweigert. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Jetzt drehe ich aber am Rad hier. Kann doch nicht sein hier. Baller euch da über den Haufen hier. Alles Spaß. Pack weg die Dinger. So.
Docking request denied. Jetzt komme ich schon wieder nicht rein. Boah, ich dreh am Rad, ey. Ach, das ist doch für ein Arsch hier, ey. Wenn jemand anders wohin fliegen können, ey. Komm hier, fliegen wir da hin. Zack. So. Super Cruise Mode aktivieren. Drive charging. Engage. Ja, Zuan Orbital. Da sind wir. Wir sind schon fast da. 17 Stunden. Dann soll ich jetzt verlangsamen. Haben die eigentlich mal alle Lampen zaubern oder was? Der fliegt auch schneller als ich. Haben wir so eine Scheiße gebaut hier. Ja, komm, Cooldown. Achso, okay. Frameshift Drive charging. Ja, ist schwierig alles momentan. 4, 3, 2, 1, engage. Ob wir jemals da ankommen werden, wo wir hinwollen, ist fraglich. Wir versuchen es auf jeden Fall. Dass ich da wenigstens gleich mal auftanken kann. Ja. Vielleicht nehmen wir schon mal klein wenig die Geschwindigkeit raus. Wäre vielleicht diesmal nicht verkehrt, dann schießt man diesmal vielleicht nicht so ganz ans Ziel vorbei. Gas müssen wir mal geben, oder? Dass wir jetzt mal hier reinkommen, das gibt's doch gar nicht. Entweder schieße ich am Ziel vorbei oder ich schleiche daran wie eine Schlaftablette. Also so ein Mittelding habe ich glaube noch nicht gefunden. Ja. Jetzt schießt du bestimmt auf den Ball. Nein, 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 nein. Diesmal habe ich es hingekriegt. Ich war schnell genug. So, jetzt können wir noch ein bisschen Stoff geben hier. So, jetzt hoffe ich, dass die mich wenigstens landen lassen hier.
Docking request denied. Und auch verweigert. Was ist denn da los, ey? Ja gut. Müssen wir halt warten, ne? Dann werde ich jetzt einfach mal warten und warten und warten und warten. So, stell mich jetzt einfach mal hier hin. Dann schwöre ich gerade raus. Wir warten. Aber ihr müsst jetzt nicht mitwarten, sondern ich werde jetzt mal die Folge hier beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.